Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit der Spezialisierung auf das Verfassen wissenschaftlicher, hochwertiger Texte, was wir seit nunmehr fast 10 Jahren machen. In dieser Zeit begegnen uns natürlich auch einige, ich sag mal, etwas kuriosere Anfragen. Und über eine Form dieser Anfragen möchten wir heute sprechen. Dementsprechend ist unser Titel Promotionsstudium, Titel kaufen möglich. Diese Frage lässt sich relativ leicht beantworten und der Hintergrund ist eigentlich selbsterklärend. Viele Menschen, die bei uns anfragen und diese Leistung anfragen, haben das allerdings nicht zu 100% verstanden, deswegen möchten wir darauf einmal kurz eingehen. Grundsätzlich ist es untersagt, in Deutschland einen Titel zu kaufen und als solchen dann eben zu führen, denn Titel sind grundsätzlich rechtlich geschützt. Und wenn ihr durch eure Promotion an einer entsprechenden Hochschule eben einen Titel habt, den ihr führen dürft, dann habt ihr dafür die entsprechende Arbeit erbracht, dann wurde dieser ordentlich akkreditiert, ihr habt Vorträge gehalten und habt alles geleistet, eben um diesen Titel entsprechend führen zu dürfen und diesen natürlich nicht einfach nur gekauft. Eine Schnellpromotion oder ein Ehrendoktortitel sind grundsätzlich vor diesem Hintergrund des Titelkaufes erstmal unseriös. Es gibt seriöse Varianten des Ehrendoktortitels, diese sind allerdings relativ selten anzutreffen und auch dann führt der entsprechende Titelträger das Ganze als Doktor HC und nicht einfach als Doktor vor dem Namen. Dementsprechend ist der Ehrendoktortitel als solcher auch gekennzeichnet. Wenn ihr das nicht tut, dann und einfach nur einen Ehrendoktortitel gekauft habt von einer Titelmühle, gehen wir gleich nochmal drauf ein, dann ist das natürlich Urkundenfälschung, denn ihr habt diese Urkunde nicht erarbeitet, sondern einfach irgendwo erworben. Titelmühlen, haben wir gerade schon einmal gehört, sind diese Agenturen, die eben Titel verkaufen. Und sind staatlich natürlich nicht anerkannt, sind keine akademischen Einrichtungen als solche und dementsprechend eigentlich auch illegal. Das heißt, wir können diese Frage, ob der Titelkauf möglich ist, mit einem klaren Nein beantworten. Doktortitel sind in Deutschland nur durch das Studium zu erwerben und nicht käuflich. Das heißt, natürlich solltet ihr davon absehen, überhaupt jemals eine solche Agentur zu engagieren und Geld dafür zu bezahlen, einen Doktortitel zu kaufen. Stattdessen euch vielleicht eher eine Promotionsberatung einholen, vielleicht Teile schreiben zu lassen, also das heißt eine Mustervorlage für eure Promotion erstellen zu lassen. Das wäre möglich, wenn ihr diese dann entsprechend auch auf legalem Weg verwendet. Titel kaufen an sich ist natürlich verboten. Der richtige Weg, um eben im Studium Hilfe zu erhalten, ist dann über entsprechende Coaches, über Promotionsberatung, über Hilfestellung bei der Doktorarbeit durch einen entsprechenden Akademiker. Das ist selbstverständlich möglich und erlaubt. Wie gesagt, ihr könnt euch auch von einem professionellen Ghostwriter eine Mustervorlage entweder für das gesamte Vorhaben schreiben lassen oder nur für bestimmte Teile. Damit ihr eben seht, wohin der Weg geht, wie man das alles richtig bearbeitet. Ihr könnt euch Recherchearbeiten abnehmen lassen, etc. pp. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr euch gut helfen lassen könnt, wenn ihr mal irgendwo Probleme habt und wenn es hakt. Selbstverständlich könnt ihr auch einfach mal bei uns anrufen und euren Fall schildern, beschreiben, wo ihr vielleicht kleinere Probleme habt. Und einfach eine initiale Telefonkonferenz mit einem entsprechenden Akademiker eingehen, der euch dann etwas unter die Arme greift. Ein Titelkauf ist als solcher allerdings natürlich nicht möglich. Ich hoffe, das konnten wir in diesem Video einmal etwas näher aufklären und freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid.